So, da in 9 Tagen Landtagswahlen sind in Sachsen und in Brandenburg, werden wir heute nicht über Parteipolitik sprechen. Da wollen wir uns neutral halten, aber das müssen wir auch gar nicht. Denn wir wollen über Sie, Herr Bosbach, als Menschen sprechen, denn das sind Sie ja auch irgendwie. Und als Vater. Und Sie müssen aufpassen, denn der menschliche Lügendetektor sitzt direkt neben Ihnen. Ich fange deshalb mal an mit Ihrer Tochter. Was ist die beste Eigenschaft Ihres Vaters? Papa hat natürlich viele unzählige gute Eigenschaften, die ich gar nicht an einem Abend alle aufzeigen könnte. Das fängt gut an. Ich denke mal, was ich an ihm jetzt auch am meisten liebe und bewundere und was ich auch mir von ihm abgeschaut habe, ist, dass wir einfach alle drei gelernt haben, sowohl meine Schwestern als auch ich, dass man mit Fleiß und Ehrgeiz im Leben wahnsinnig viel erreichen kann und auch in den sehr herausfordernden Momenten des Lebens niemals den Humor verliert. Und das muss ich sagen, da bin ich sehr dankbar, dass du mir das mitgegeben hast. Jetzt mal aus dem Nähkästchen. Was ist seine schlechteste Eigenschaft? Welchen Spleen hat er? Erzähl mal, wie sehr du dich im Haushalt engagierst. Im Haushalt. Also ja, für meine Verhältnisse viel. Als Sie das letzte Mal bei uns waren, Herr Bosbach, ich erinnere es noch ganz genau, da haben Sie einen Rat Ihres Vaters zitiert, der Ihnen gesagt hat, 1 Stunde Ungeschick im Haushalt erspart dir jahrzehntelange Arbeit. Ja. Beherzigen Sie das also, ja? Also ich bin ja nun nicht sehr häufig zu Hause, aber wenn, gebe ich zu, das ist nicht der Mittelpunkt meiner Tätigkeit, die Haushaltsarbeit. Obwohl, ich weiß auch gar nicht, ob meine Frau begeistert wäre, wenn ich mich jetzt da einmischen würde. Aber es gibt Dinge, die mache ich jetzt vielleicht nicht gut, aber sehr gern. Und, das weiß Carolina auch, hängt ja mit meinem ersten Leben zusammen, ich gehe für mein Leben gerne einkaufen. Auch heute noch 1-2 Mal in der Woche gehe ich einkaufen. Auch damit dann im Kühlschrank etwas ist, was ich gerne esse. In dem Frauenhaushalt. In dem Frauenhaushalt. Wirklich in einem Frauenhaushalt, ich will nicht sagen aufgewachsen, aber sozialisiert worden, Herr Bosbach. Ja, lange Zeit einziger Mann mit 5 Frauen. Ja. Genau, Schwiegermutter, die auch schon immer Bosbach hieß. Jawohl. Haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Dann Ihre Frau und 3 Töchter. Paradies eigentlich. Für die Töchter, oder? Ja, ja. Ach, für den Vater, ja, ja. Nein, es gibt ja viele, die sagen, du hast wahrscheinlich 3 Töchter. Töchter sind ja dann sozusagen die Folge des Wunsches nach einem Sohn. Ich bin sowas von glücklich und zufrieden. Mit meinen 3 Töchtern besser hätte es gar nicht kommen können. Und das ist ein Glück. Also wenn man mich fragt, das ist das Wichtigste in deinem Leben, das ist nicht die Politik, das sind die Kinder. Sie sind ja jetzt nicht um Artikulation verlegen, sage ich jetzt mal. Wie oft kommen Sie als Mann in so einem Haushalt zu Wort? Also in Spurenelementen. Ich merke ja jetzt schon seit vielen Jahren, dass wir 2 Probleme haben. Also wir sind jetzt objektiv. Ich kann mich nicht stundenlang über die Frage unterhalten, ziehe ich das rote Kleid oder das blaue Kleid an. Aber du wirst doch gar nicht gefragt. Ich habe gelernt, du kannst als Mann nur Fehler machen. Wenn du sagst, Schatz, nimm das rote. Ja, also gefällt dir das Blaue nicht? Doch, das Blaue ist, dann zieh das Blaue an. Ach, dir ist egal, was ich anziehe. Also du kannst als Mann nur Fehler machen. Er übertreibt. Und das Zweite ist, ich habe einen anderen Fernsehgeschmack als die Frauen. Wenn ich Fernsehen gucke, selten genug, dann gucke ich gerne Sport, genauer gesagt Fußball. Das sind aber nicht die Formate, für die sich die Damen interessieren. Und dann kommt meine Frau immer mit dem überragenden Argument, nimm das Spiel doch auf. Und wenn ich sage, dann weiß ich ja, wie es ausgegangen ist, dann regst du dich auch nicht so auf. Ja, das ist natürlich für jemanden, der fußballaffin ist, nicht so das Bombenargument. Caro, stimmt das, was er sagt? Also ich selber bin ja schon vor mehr als 10 Jahren zu Hause ausgezogen, habe dann in Berlin gelebt und studiert und arbeite jetzt seit einigen Jahren auch schon in der Wirtschaft und dann später in der Politik. Deswegen, ich kann gar nicht mehr so viel sagen, aber wenn ich nach Hause komme, dann muss ich sagen, einige Dinge ändern sich nie. Unter anderem auch, dass er, was man vielleicht gar nicht glauben mag, aber doch tatsächlich relativ ruhig und zurückhaltend zu Hause ist. In jederlei Hinsicht, was man auch verstehen kann bei dem Workload und bei der ganzen Arbeitslast, die er eben hat, sind die eigenen 4 Wände doch der beste Rückzugsort. Es heißt, dass Ihr Vater sogar mit Ihnen in eine WG ziehen wollte in Berlin. Und dass Sie das aber nicht wollten. Stimmt das? Ja, kannst du mir das verübeln? Nein, ich weiß, also ich habe ja in Berlin nie eine Wohnung gehabt. Ich habe ja 17 Jahre im Hotel gelebt. Und als dann Caroline nach Berlin gezogen ist, um zu studieren,
habe ich gesagt, Caroline, das ist super. Wir nehmen zusammen eine Wohnung, wir bilden eine Wohngemeinschaft. Und dann den Blick, den werde ich nie vergessen, den er mir dazu geworfen hat. Ich habe noch gesagt, Caroline, du störst mich nicht. Dann hat sie gesagt, ja, ich störe dich nicht. Also, da ist nichts draus geworden. Caroline, wie gut kann Ihr Vater Nein sagen? Das hat er inzwischen gelernt, das ist besser geworden. Wir hätten es uns da vielleicht auf ihn anders gewünscht, gerade als er dann 2017 da nicht mehr wieder angetreten ist, um in den Bundestag zu gehen. Aber auf der anderen Seite, ich würde mir das für ihn auch gar nicht anders wünschen, denn die Arbeit tut ihm sehr, sehr gut. Und ja, wir Mädchen unterstützen ihn auch dabei. Also ich würde niemals diejenige sein, die sagt, nimm dich jetzt zurück oder mach ein wenig langsamer, sondern mach immer genau das, was dir gut tut. Und Nein sagen tut ihm halt nicht so gut. Als Sie gesagt haben, Sie hören auf mit der aktiven Politik, haben Sie sich vier Dinge vorgenommen, wenn ich richtig informiert bin. Das erste war, da gehen wir jetzt mal durch, weil Sie sind ja jetzt seit einem Dreivierteljahr so richtig im Ruhestand, oder? Kann man so sagen. Sie machen noch viel Nachmittagsveranstaltungen. Es gibt keine Nicht mehr Ruhestand. Aktive Politik, aber ich bin nach wie vor jeden Tag, jeden Abend unterwegs. Ja, ja. Gut. Hat ja super geklappt, Beantwortet die erste Frage, das war nämlich der Vorsatz, ich will nicht mehr alle Einladungen annehmen. Ja, das fällt mir wirklich heute leichter als früher. Ich sage dann aber auch nicht, ich bin beim Papst oder bei der Kanzlerin, ich wäre gern zu Ihnen gekommen. Ich schreibe dann auch zurück, es wird mir zu viel. Vor allen Dingen, was ja viele unterschätzen, es geht ja nicht um die Veranstaltungen. Das macht mir ja Spaß. Aber es geht oft um den damit verbundenen Reiseaufwand. Wenn es eben jetzt wie vor kurzem nach Flensburg geht oder nach Niederbayern, dann geht es ja nicht um 2 Stunden, da geht es um 10, 12 Stunden. Und müssen Sie das jetzt alles selber organisieren? Ja, das habe ich auch unterschätzt. Also Bahnfahrten buchen und die Flüge und die Mietwagen und die Hotels. Das echte Leben. Seitdem, ich habe nie mitbekommen, was mein Büro, insbesondere meine Vorsittig, alles geleistet hat. Der Respekt vor Ihrer Arbeit wächst mit jedem Tag, muss ich wirklich sagen. Zweiter Vorsatz war, wenn ich richtig informiert bin, ich will mich nicht mehr so aufregen. Ja, das ist zu 100% eingetreten. Stimmt das? Über vieles schüttle ich den Kopf, aber ich reg mich längst nicht mehr so auf. Ist auch gesünder. Ja. Ja? Und können Sie bestätigen? Ja, weitestgehend. Wir sehen uns ja leider sehr selten. Wir sind an so schönen Abenden wie heute. Und, auch so ein privater Rahmen heute. Ja? Nee, also. Dritter Vorsatz, ich möchte mehr von der Welt sehen. Haben Sie das realisiert? Ja, nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, aber einige Wünsche konnte ich mir schon erfüllen. Ich habe in den letzten 65 Jahren nicht viel von der Welt gesehen. Ist auch wahrscheinlich für meine Kinder schwer zu erklären. Ich habe mit meinen Eltern nur Urlaub gemacht. Wir waren noch nicht mal in Österreich oder in Holland, bei den Großeltern im Westerwald. Das war's. Wenn mich einer gefragt hätte, was hast du vermisst? Gar nichts. Es war schön. Ich habe aber nicht viel von der Welt gesehen. War zum ersten Mal in meinem Leben in Australien, ein großartiges Erlebnis, in Kuba, im Oman, kann ich nur sagen, Leute, vergesst Dubai, Abu Dhabi, das ist alles spannend, alles interessant, das mal zu sehen, aber ein wirklich faszinierendes Land ist der Oman. Ich war im vergangenen Jahr zum ersten Mal in Griechenland und dann gibt es noch einige Ziele, die ich unbedingt noch besuchen möchte. Südafrika gehört dazu. Aber wo waren Sie mit Ihren Töchtern im Urlaub? Wir waren meistens in Mallorca oder auf den Kanarischen Inseln. Caroline war auch mal mit Skilaufen, bitte. Ja, ja, aber mit meinen Töchtern ja, aber ich mit meinen Eltern nee. Nein. Ich habe eine kleine Reportage gesehen, da waren Sie mit Ihrem Vater auf Mallorca Golf spielen. Das ist auch der vierte Vorsatz und letzte Vorsatz. Ich will ein besserer Golfspieler werden. Ja, ich arbeite dran, ob das jetzt schon Golf ist. Da gehen die Meinungen auseinander. Also mir macht es unfassbar viel Spaß. Ich bin ein eifriger Tennisspieler, das kann ich ganz gut. Ich habe Golfspielen total unterschätzt, wie schwer das ist. Und da arbeite ich wirklich dran. Man wird sowas von demütig bei diesem Sport. Man ist so froh, wenn der Ball mal fliegt, vor allen Dingen dahin, wo er hin soll. Und dann denkst du, boah, jetzt kannst du das. Und dann kommt der nächste Schlag und der geht sowas von in die Botanik. Und dann fängst du wieder ganz von vorn an. Aber es ist ein faszinierender Sport, vor allen Dingen in der Kombination Sport und Natur. Mhm. Können Sie mittlerweile, das ist eine Frage von mir, ohne Telefon? Auf dem Golfplatz gehört das zur Etikette, dass man da nicht dauernd telefoniert. Ich erwische mich dabei, ich mache es schon mal auf lautlos. Also das ist jetzt die erste Stufe zur Vernunft. Ich erwische mich aber auch dabei, dass ich dann ständig drauf gucke und sauer bin, wenn auch keiner angerufen hat. Ja, das gibt es ja auch. Caro, wie war das in seiner aktiven Zeit als Politiker mit dem Telefon?
Wie oft klingelte das, auch im privaten Rahmen? Frag mal lieber, wann es nicht geklingelt hat. Es war, es kam sehr selten vor, aber das, ich kann das auch gut verstehen. Also, das ist, er ist auch jemand, der eine sehr klare Sprache findet und die Dinge beim Namen nennt und gut auf den Punkt bringt. Habt ihr als Töchter euch nie darüber beschwert, dass er so viel arbeitet und so viel weg ist? Oder euch, ich sag mal, es positiv als Wunsch formuliert, dass er mehr Zeit hat? Ja, natürlich haben wir ihn schon manchmal vermisst, aber unsere Eltern haben viel Wert darauf gelegt, dass wir regelmäßig zusammen in den Urlaub fliegen, dass wir wenigstens da ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Das sind so meine Kindheitserinnerungen, aber es hat alles ja auch immer zwei Seiten. Also ich glaube, aus uns drei Mädchen sind auch sehr, sehr selbstständige und eigenständige Persönlichkeiten geworden, die auch jetzt ihr ganz eigenes Leben an den verschiedensten Orten haben. Also Urlaub ist ja immer so ein bisschen eine Ausnahmesituation. Ich frage nochmal nach, haben Sie mit Ihren Töchtern auch so normale Vater-Tochter-Dinge machen können in diesem stressigen Politikbetrieb, mit diesem Leben in Berlin? Nein. Die Töchter immer noch in Bergisch Gladbach, ja. Drachen bauen, Einschulung, ja, Butterbrote schmieren morgens. Also als der Bundestag noch in Bonn war, ja. Ich war ja damals Heimschläfer, Bonn, Bergisch Gladbach, das sind so Dreiviertelstunde, Stunde, kein Problem. Bin ich ja jeden Abend nach Hause gekommen, wir haben morgens zusammen gefrühstückt, man hat am Familienleben teilgenommen. Mhm. Bin dann zwar spät abends erst nach Hause gekommen, aber man hatte jeden Tag Kontakt zur Familie. Ich habe auch nicht selten die Kinder in die Schule gebracht oder in den Kindergarten, so weit, so gut. Und dann wusste ich ja, wann der Bundestag umzieht. Dann gab es ja nicht nur die räumliche Entfernung, aus 50 Kilometer wurden 560, sondern ich war am Stück in Berlin, und zwar 22 Wochen. Und dann habe ich etwas festgestellt, ich glaube, das geht anderen Arbeitnehmern auch so, die dann nach Tagen, Fernfahrer oder andere Monteure nach Hause kommen. Ich habe gemerkt, dann wollte ich meine Ruhe haben. Die Kinder wollten alles erzählen, was sie in der Woche erlebt haben, und ich wollte eigentlich nur meine Ruhe haben, weil ich ja wusste, Samstagmorgen geht's weiter. Mhm. War das so? Hatten Sie das Gefühl, Sie können ihn dann nicht ansprechen, weil er irgendwie gestresst nach Hause kommt? Nein, das Gefühl hatten wir nie, weil er hat es uns nie spüren lassen. Also er hat uns nie das Gefühl gegeben, dass wir nicht immer mit allem zu ihm kommen können. Mhm. Weißt du, wenn ich so zuhöre, ja, und weil hier so viele Kreative sitzen, gibt es einen in der Runde, der sich vorstellen kann, dass es schön ist, wenn man nicht mehr arbeitet? Nein. Nee. Ich schon. Ja, nicht, dass ich es mir jetzt wünsche, aber ich kann mir es natürlich vorstellen. Klar, aber nicht erst jetzt im Alter, sondern ich konnte mir das schon immer vorstellen. Ja, natürlich. Das bedeutet ja nicht, dass man nichts tut. Genau, ich glaube, ja? Beschäftigt sein. Etwas ganz anderes, also ich meine... Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass mein Weg in dem Beruf, den ich habe, mich so weit führt und so lang anhält. Ja? Das hängt ja auch von den anderen Menschen ab, ob sie einen sehen wollen oder ob man noch eingeladen wird, 3 nach 9. Und das ist... Wir haben also ewig diskutiert, aber dann hat auch. Ich habe Ihnen natürlich auch gerade zugehört, weil ich ja auch Tochter eines Vaters bin und habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Sie auch ihn auch so ein bisschen verteidigen, ne, mit diesem Lebensstil. Gab es nie einen Moment, Hand aufs Herz, wo Sie mal gedacht haben, Mensch, ich will irgendwie auch einen Papa wie die anderen, der soll auch mal nachmittags mit zur Sportveranstaltung kommen? Nein, tatsächlich nicht. Und ich verteidige ihn auch nicht, sondern ich meine das von ganzem Herzen, was ich sage. Also ich kenne ihn nicht anders, ich kann ihn mir auch nicht anders vorstellen. Und manchmal frage ich mich, ob er wirklich in dem Maße auch mein großes Vorbild wäre, wenn er nicht genau so gelebt und gearbeitet hätte, wie er es nun mal getan hat. Das weiß ich nicht, aber genauso fühlt es sich jetzt heute an. Sie sind von den drei Schwestern diejenige, die ihm am ähnlichsten ist, ne? Ich hoffe. Woran merkt man das? Erzähl mal. Es ist ja interessant, das wird ja bei anderen Eltern auch so gehen. Wir haben ja drei Mädchen, die auch gar nicht so weit auseinander sind vom Alter her. Alle drei völlig verschieden, unterschiedliche da sehen Interessen. Wir sie, ne? Ja. Ja, rechts ist die Mama, dann kommt die Jüngste, dann die Caroline und die Mittlere ist die Nathalie, die alle drei ganz unterschiedliche Interessen haben. Es stimmt, Caroline kommt mir sicherlich am ehesten nach, denn sie ist ungeheuer fleißig, strebsam, sehr ehrgeizig und also da haben wir uns immer Zeit für genommen. Sie lacht für ihr Leben gern, sie feiert gerne Karneval. Und das war oft genug nach Hause geflogen, erst mal zum Altermarkt, zur Sessionseröffnung gegangen. Und ohne, dass ich mal als alter Karnevalist gesagt habe, willst du nicht mal mitgehen und so. Nein, wenn Karneval ist, wenn Session ist, dann ist Caroline ganz vorne.
Allerdings hat sie ein Hobby, dem konnte ich nie frönen. Ich wusste überhaupt nicht, was das war. Hatte wirklich den Namen noch nie gehört. Was kommt denn jetzt? Ja, als du mit Begeisterung erzählt hast, Papa, ich fahre nach Wacken. Ich dachte, das sei so. Ich dachte, das sei so ein Opernfestival. Ja. Ja. Meine Tochter und Wacken, ja. Ich dachte, das wird irgendwie ein Konzertereignis sein. Das passt ja auch. Und Festival. Ja. Dann habe ich dann die Bilder gesehen und ich habe meine Tochter halt mitten mit drin. Schlamm, ja. Ja. Er fragt gerade. Was ist ein Wacken? Was Wacken ist? Ein Heavy-Metal-Festival. Muss man das wissen? Ja, kann man vielleicht Klaus-Maria Brandauer fragen, ob er erklären kann, was Wacken ist? Ja, eine Veranstaltung mit Musik. Also ja. Im weitesten Rahmen, ja. Ich habe in der Waldbühne in Berlin. So ähnlich wie morgen am Brandenburger Tor. Wissen Sie, wer heute in der Waldbühne auftritt? Wie bitte? Wissen Sie, wer heute in der Waldbühne ist? Roland Kaiser. Kaisermania. Ja, hey, das weiß er. Ja, ja. Viermal in Dresden hintereinander ausverkauftes Haus. Also Wacken ist jetzt nicht so Roland Kaiser, nur so zur... Ach so? Ich wollte ihm eine Brücke bauen. Ist das Helene Fischer? Nee, auch nicht. Es ist eher so Sondern Handwerk mit Leder das Gegenteil. Und Ketten, einfach. Was Handfestes. Einfach das Gegenteil. Heavy Metal. Ja, genau. Wir haben was dazugelernt. Sie waren aber früher auch tatsächlich so eine Grufti-Phase, ne? Ja, ja. Hatten ja viele, was? Hatte ich auch. So eine was hat Ihr Vater Frau? Dazu gesagt? Ja, Moment mal. Also eigentlich hatte das mit... Da bin ich entspannt. Ja, mit stiller Begeisterung hingenommen, wenn man das so... Stiller Begeisterung. Jetzt mal ganz im Ernst, viele glauben ja immer, dass wir sehr konservativ erzogen worden sind, aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also sowohl meine Mama als auch Papa waren immer sehr, sehr offen und liberal und haben uns immer machen lassen. Hauptsache, die Noten haben gestimmt und irgendwann kommst du nach Hause und alles andere durften wir schon relativ viel schalten und walten und ausprobieren, wie wir das gerne wollten. Und ich glaube, das ist uns allen sehr gut bekommen. Mhm. Immer ein offenes Haus, Freunde mitbringen, keine Geheimnisse haben, über alles sprechen. Und wenn man dann sagt, oha, das ist aber jetzt nicht mein Lebensentwurf, das wächst sich aus. Also da sagt man jetzt nicht mehr. Vor genau zwei Wochen das Vergnügen gehabt, die Tochter von Reinhold Messner kennenzulernen. Und da habe ich gedacht, die muss ich fragen, wie das ist, mit einem Vater zu leben, der monatelang verschwindet, von dem man nicht weiß, ob er wiederkommt. Ja. Und ob das nicht schrecklich war. So bin da so mit dem Sozialarbeiter-Impetus rangegangen. Und die sagte, nee, erstens, wir kannten nichts anderes. Und zweitens, wenn er zurückkam, dann hat er die tollsten Geschichten uns erzählen können, die es überhaupt gibt. Das fand ich toll. Ja. Die haben ihren Vater genauso geliebt wie jeder, wie ein Vater, der jeden Tag da ist und am Abendbrottisch sitzt und mit denen redet. Ja, nur ist es schon ein Unterschied, ob du vom Himalaya zurückkommst oder von der Arbeitsgruppe. Also da ist der Spannungsbogen ein bisschen flacher. Aber ganz fabelhafte Frau. Ja, jetzt kommt Ihre Tochter ja von ähnlichen Veranstaltungen nach Hause, weil sie sich auch für einen Politikerinnenberuf entschieden hat, auch bei der CDU. Sie haben Volker Bouffier im Wahlkampf unterstützt und sind jetzt auch hauptberuflich da tätig. Sie sind ja sehr ähnlich, das hat sich gerade sehr vermittelt in den letzten Minuten. Welchen Rat haben Sie Ihrer Tochter mitgegeben für diese Laufbahn? Oder haben Sie sich da auch sehr zurückgehalten? Nein, es ist... Wenn man es mit Leidenschaft macht, wenn man es gerne macht, ein faszinierender Beruf, eine faszinierende Arbeit. Aber wenn man Erfolg haben will, muss man auf unglaublich viel verzichten. Man darf nie auf die Uhr gucken. Es ist mit unglaublich viel Arbeit und Anstrengung verbunden. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann hilft der Papa dir auch zu 100%. Aber du musst es dir wirklich gut überlegen. Und mach es nicht mit angezogener Handbremse. Mach es nicht nebenbei. Entweder mach es ganz oder mach es gar nicht. Weil das ist die Entscheidung, Frau Rackers. Man muss dann im Leben auf vieles verzichten. Man bekommt viel, man erlebt viel, man lernt tolle Leute kennen. Man hat auch nicht nur das Gefühl, man kann auch Menschen oft helfen in schwierigen Situationen. Das ist eigentlich das Schönste im Beruf des Abgeordneten, dass man Menschen auch helfen kann, vor allen Dingen im Wahlkreis. Aber man muss auch auf vieles verzichten, was man gerne machen würde, weil eben die Veranstaltung oft bis mitten in der Nacht dauert. Und ich habe sie nie gedrängt. Sie ist ja... Bei den anderen Töchtern sind ja auch nicht politisch engagiert, vielleicht interessiert, aber nicht engagiert. Bei Caroline ist es anders und das eine macht mich auch ein bisschen stolz. Eine ist Stewardess und die andere nochmal was? Die jüngste, Victoria, macht ein berufsbegleitendes Studium. Die ist vom Beruf Bankkauffrau. Sie ist in Semesterferien, da arbeitet sie bei der Kreissparkasse Köln. Aber wenn die vorbei sind, dann studiert sie wieder. Mhm. Und das ist natürlich jetzt für mich der emotional schwierigste Moment. In wenigen Stunden zieht sie aus.
Och. Oh. Ja, als Caroline ausgezogen ist, haben wir gesagt, da hat man noch zwei das Kinder. Und dann ist die Nathalie ausgezogen. Und wenn das dritte Lehrerkinderzimmer da ist, das tut mir dann schon weh. Sie zieht zwar nur um die Ecke, also das ist 5 Minuten zu Fuß. Aber es tut mir dann trotzdem weh. Mhm. Caroline, ich habe nach diesem Gespräch das Gefühl, dass Sie sehr genau wissen, worauf Sie sich einlassen. Alles Gute für die weitere Karriere und vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Wolfgang Wolfgang.